Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren. Loriot hat einmal gesagt, ein Leben ohne Mobs ist möglich, aber nicht sinnvoll. In Bezug auf das Girokonto ist es genau umgekehrt. Ein Leben ohne Konto hat sicherlich trotzdem einen Sinn, ist heutzutage aber fast unmöglich. Denn wie sieht ein Leben ohne Girokonto heute aus? Wir stellen uns einmal vor, wie unser potenzieller Arbeitgeber reagieren würde, wenn wir ihm nach Ablauf eines bis dahin möglicherweise sehr positiv verlaufenden Vorstellungsgesprächs mitteilen, dass er uns unser Gehalt in einer Lohntüte überreichen soll. Oder die Reaktion des Vermieters, dem wir sagen, dass wir ihn jeden Monat persönlich besuchen werden, um die Miete vorbeizubringen. Möglicherweise hat man einen sehr sympathischen Arbeitgeber, einen netten Vermieter, und das lässt sich alles regeln. Es ist aber trotzdem eine höchst beschämende Situation für den oder die Betroffene. Auch bei weiteren regelmäßigen finanziellen Verpflichtungen wird es sehr schwierig, sei es die Strom- oder Handyrechnung oder auch die Krankenversicherung. Möglicherweise lassen sich immer individuelle Lösungen finden, doch der hohe Aufwand, das Ganze ist mit einem sehr hohen Aufwand, sowohl organisatorisch als auch finanziell verbunden. So sind die Gebühren für Bareinzahlungen so hoch, dass sie unter Umständen sogar den einzuzahlenden Betrag überschreiten. Zum Telefonieren bleiben nur die teuren Prepaid-Tarife. Ein Leben ohne Konto ist also nicht nur fast unmöglich, sondern auch noch sehr, sehr teuer und beschneidet die Möglichkeiten von Menschen, die in der Regel ohnehin mit sehr wenig Geld auskommen müssen, weiter. Und diese Situation ist keine Seltenheit. Wir haben in dieser Debatte schon oft die Zahl 1 Million genannt. Diese Zahl höre ich aber schon seit Jahren. Und angesichts der steigenden Flüchtlingszahlen können wir davon ausgehen, dass diese Zahl deutlich weiter gestiegen ist in den letzten Monaten. Die Gründe dafür sind vielfältig: eine negative Schufa, Überschuldung, fehlende Ausweisdokumente oder schlicht die falsche Staatsbürgerschaft. Und das trotz der seit mehr als 20 Jahren andauernden Selbstverpflichtung der Kreditwirtschaft. Diese sollte, daran möchte ich erinnern, gerade für diesen Personenkreis sicherstellen, dass er endlich ein Konto bekommt. Diese Selbstverpflichtung, das können wir sagen, hat nicht funktioniert. Und ich möchte auch noch mal daran erinnern, dass die Kreditwirtschaft nur bedingt freiwillig zu dieser Selbstverpflichtung gekommen ist. Denn schon 1995 war der Handlungsdruck so groß, dass die damalige Bundesregierung über ein Gesetz nachgedacht hat. Und das konnte die Kreditwirtschaft nur dadurch abwenden, dass sie die Selbstverpflichtung eingegangen ist. Umso bedauerlicher ist es, dass es erst eine EU-Richtlinie brauchte, damit wir in Deutschland hier endlich zu einer gesetzlichen Regelung kommen. Wir hätten das schon früher haben können, und da muss ich sagen, war meine Partei auch eigentlich relativ klar. Ich erinnere mich selbst noch an Debatten, die ich in der Bürgerschaft geführt habe, wo mir von meinem CDU-Kollegen vorgeworfen würde, ich würde hier vom Pult aus sozialistisches Gewäsch verbreiten. Ja, das. Ich will jetzt nicht die Kolleginnen und Kollegen hier im Bundestag für Äußerungen ihrer Kollegen in einem Landesparlament verantwortlich machen, aber das war so der Tenor. Aber wir sind ja glücklicherweise hier jetzt heute im Jahr 2016, und deswegen sollten wir nach vorne schauen und dafür sorgen, dass das, was lange währt, am Ende auch endlich gut wird. Und deswegen möchte ich mich ganz herzlich bei den beteiligten Bundesministerien dafür bedanken für den guten Gesetzesentwurf. Wir schaffen damit endlich die Grundlage, dass jeder in Deutschland ein Konto öffnen kann und am wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Leben teilhaben kann. Damit das Basiskonto ein voller Erfolg wird, bedarf es jedoch eines klaren Rahmens. Darauf haben meine Vorrednerinnen und Vorredner hingewiesen. Mir ist dabei neben der Frage, wie teuer das Konto sein darf, insbesondere wichtig, dass wir klar darüber reden, welche Funktionen das Konto hat und aus welchen Gründen die Öffnung eines Basiskontos abgelehnt werden darf. Hier mahnen die Erfahrungen mit dem Pfändungsschutzkonto. Die Versuchung ist für Banken doch sehr groß, die Funktionen des Kontos so zu gestalten, dass das Konto sehr unattraktiv wird für die unbeliebte Kundschaft. So gibt es dann Girokonten ohne Online-Banking, wo dann der Verbraucher darauf angewiesen ist, statt von zu Hause Überweisungen zu tätigen, persönlich zur Bank zu gehen und dort für jede Überweisung auch noch eine hohe Gebühr zu bezahlen. Ich glaube, dass das neben der Frage der Höhe der Kontoführungsgebühren, wo ich glaube, dass wir auch noch etwas präziser werden können, die zweite große Gefahr ist. Denn wir wollen ja schließlich, dass möglichst viele Menschen vom neuen Basiskonto profitieren.
Bei den Gründen für die Verweigerung ist der Gesetzentwurf schon sehr präzise und sehr genau. Insbesondere ist es wichtig oder ist es sehr gut, dass wir hier einen abschließenden Katalog von Ablehnungsgründen haben. Da gibt es also kein Drumherum-Gemogel. Besonders gut finde ich auch, dass die Antragstellung dokumentiert werden soll und dass wir eine Frist zur Eröffnung haben, sodass es auch da eigentlich keine Ausreden geben sollte. Doch auch hier gibt es leider negative Erfahrungen mit dem Pfändungsschutzkonto, mit der Selbstverpflichtung der Banken und leider auch mit den Sparkassen. Oft ist es nämlich so, dass es gar nicht zu einer dokumentierten Antragserstellung kommt, sondern unter Umständen Kundinnen und Kunden schon am Schalter abgewiesen werden, wenn sie danach fragen. Und das sind Sachen, die dann natürlich schwer zu klären sind und wo es auch mit der Nachweispflicht schwierig wird. Hier müssen wir auf jeden Fall ein Auge drauf halten. Hier sollten wir auch sensibel in die Bereiche der Verbraucherzentralen und der Schuldnerberater reinhören, damit das nicht über die Hintertür durchrutscht. Wir wollen also als SPD-Fraktion ein Basiskonto ohne Schlupflöcher und ohne Ausweichmöglichkeiten verabschieden, damit am Ende des Gesetzgebungsprozesses das Recht auf ein Girokonto keine Menschen in Deutschland mehr aus rein geschäftlichen Erwägungen verweigert werden kann. Doch mit dem Zahlungskontengesetz verbessern wir nicht nur die Situation von bisher Kontolosen. Wir schaffen auch mehr Fairness und Transparenz für alle Bankkunden. Bisher ist es meistens sehr schwierig, Angebote von Banken miteinander zu vergleichen. Gebühren werden im Kleingedruckten versteckt oder irgendwo in den hintersten Ecken einer Website und sind schwer zu durchblicken. Wir erinnern uns an die Diskussion um die Dispozinsen, wo es ja bisher gang und gäbe war, dass man die Höhe der Dispozinsen nur in einem kleinen Bilderrahmen aufgehängt in seiner Bankfiliale finden konnte. Verbraucherinnen und Verbraucher sollen künftig offen und regelmäßig über Kosten für Entgelte informiert werden. Nur wenn ich Entgelte nachvollziehen kann, kann ich zwischen verschiedenen Kreditinstituten vergleichen und beurteilen, welches Konto zu mir passt. Doch selbst wenn dies gegeben ist, ist es sehr schwierig, sich im Dickicht der verschiedenen Gebühren und Angebote zurechtzufinden. Hier versprechen Vergleichswebseiten oder Vergleichsportale Abhilfe. Doch diese sind nicht immer verlässlich und nur selten objektiv. Denn schließlich ist das Geschäftsmodell der Portale, dass sie über die Abschlüsse ihr Geld verdienen. Die Verbraucherinnen und Verbraucher können sich also nicht sicher sein, dass ihnen das günstigste Konto angezeigt wird oder doch nur das, welches die höchste Provision für den Portalbetreiber verspricht. Deshalb brauchen wir hier eine klare Regulierung und eine gute Zertifizierung. Doch auch all das nützt nichts, wenn die beste Vergleichsplattform nützt nichts, wenn der Kontowechsel weiterhin mit demselben hohen Aufwand verbunden ist wie bisher. Wer das einmal versucht hat und durchgemacht hat, der weiß, dass es leichter ist, seinen kompletten Hausstand von einer Wohnung in die nächste zu bringen, als das Konto zu wechseln. Da kann man gut und gerne ein halbes Jahr mit beschäftigt sein. Deswegen begrüßen wir sehr, dass im Zahlungskontengesetz die Banken künftig ihre Kunden beim Wechsel des Kontos unterstützen müssen. Nur so ist eine ununterbrochene Kontoverbindung sichergestellt und es gibt keine Scherereien. Und nur so bekommen wir endlich einen echten Wettbewerb bei den Girokonten für Privatkunden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das vorliegende Gesetz ist gut. Es bedeutet eine. Vielen Dank. Das wäre eigentlich ein schöner Schlusssatz, Frau. Wunderbar, es kommt ein letzter Satz. Es bedeutet eine echte Stärkung von Verbraucherrechten im Finanzmarkt. Jetzt müssen wir an die Details, damit aus einem guten Gesetz ein noch besseres wird. Vielen Dank. Das Wort erhält der Kollege Gerd Schick für die Fraktion Bündnis 90.